Hallo meine Lieben und frohe Weihnachten, falls ihr dieses Video hier direkt am 25. oder 26. seht. Ich hoffe, der ganze Weihnachtsstress ist bei euch vorbei und ihr könnt euch komplett entspannen und habt vielleicht auch wieder mehr Zeit, mal das eine oder andere YouTube-Video zu schauen. Das ist auch so ein bisschen der Grund hinter diesem Video, denn ich möchte euch heute 5 Kochkanäle auf YouTube zeigen, die total unterschätzt sind, wenn ihr mich fragt, und die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, aber kennen solltet. Dementsprechend heute kein Rezept, sondern einfach ein paar Empfehlungen, denn andere Leute auf YouTube machen auch sehr, sehr gute Sachen. Starten wir mit Kanal Nummer 1 und das ist ein Kanal, der jetzt im Dezember auch gerade richtig gut durch die Decke geht. Bernd Zehner, super unterhaltsam vor der Kamera, absoluter Profi und man merkt es richtig, dass es ihm Spaß macht, vor der Kamera zu sein. Dazu sind die Videos auch ziemlich gut produziert und da weiß ich aus eigener Erfahrung ja, dass es gar nicht mal so leicht ist. Also Props an ihn, auch gerade so viel Output im Dezember rauszuhauen. Ist ein Kanal, der ziemlich spannend ist und ich persönlich mag vor allem diese Foodtouren, die er gemacht hat, zum Beispiel in Frankfurt. Da merkt man auch richtig, dass der Typ ein absoluter Foodie ist. Sympathisch, ich finde ihn cool. Kennt ihr den Kanal schon? Schreibt es mir gerne mal. Kommen wir zu Kanal Nummer 2 und das ist nicht nur einer meiner Lieblings-YouTube-Kanäle, sondern auch einer meiner Lieblingsmenschen. Es geht um Daniel Petri aka Let It Cook, nicht zu verwechseln mit Let's Cook. Macht einen super, super Job, vor allem sehr hochqualitative Videos, in denen er mit seiner ruhigen und sachlichen Art auch einfach so viele kleine Kochtipps und Tricks. Und man merkt wirklich bei jedem Wort, dass der Typ richtig kochen kann und einfach verdammt viel Erfahrung hat. Denn im Gegensatz zu mir, Hobbykoch, hat er das Ganze richtig gelernt. Und ich finde ihn einfach super charismatisch vor der Kamera und auch abseits der Kamera. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Deswegen guckt gerne mal bei Let It Cook vorbei, falls ihr den Kanal noch nicht kennt, kann ich absolut empfehlen. Müsst aber ein bisschen Zeit mitbringen, die Videos sind teilweise ziemlich lang. Ich bin heute übrigens mal ein bisschen dicker eingepackt, nicht wundern. Es ist einfach kalt hier in meinem Studio, es dauert nämlich ewig lang, diesen 90 Quadratmeter Raum hochzuheizen. Und an Tagen, wo ich nur ganz kurz 2-3 Stunden hier bin, wird der nicht mehr warm. Dementsprechend spare ich mir lieber die Heizkosten und drehe mal einen Pulli mit Halstuch. Kanal Nummer 3 und diese Liste ist übrigens in keinster Weise wertend gemeint. Also ist nicht so, dass Nummer 1 mein absoluter Lieblingskanal ist, sondern es sind einfach 5 Kanäle, die ich cool finde und die der eine oder andere von euch wahrscheinlich auch ziemlich gut findet, wenn er sie erstmal entdeckt hat. Nummer 3, hier kocht Alex. Ein Typ vor der Kamera, bei dem ich erstmal dachte, okay, der packt gleich das Spanferkel irgendwie auf den Grill, weil er einfach so eine schöne rustikale Art hat und ich dachte, ich wäre auf dem Grillkanal gelandet, aber der gute Alex ist vegan und bringt das Ganze vor der Kamera auch echt gut rüber. Man merkt, der hat wahnsinnig viel Erfahrung mit der veganen Küche, bringt das Ganze ziemlich locker vor der Kamera rüber und ich finde es immer wieder inspirierend, seine Rezepte zu sehen. Und der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen, im Januar werde ich mich mal komplett vegan ernähren, einen Monat lang, einfach um zu gucken, hey, was passiert mit meinem Körper, wie schwierig ist es auch im Alltag, wenn man unterwegs ist oder sonst wo ist, sich vegan zu ernähren und werde das Ganze natürlich auch für euch dokumentieren auf dem Kanal. Alex hat mittlerweile auch einige Bücher geschrieben, also falls ihr noch ein Kochbuch neben meinem Kochbuch natürlich in eurer Küche braucht, dann schaut auf jeden Fall auch mal bei seinen veganen Kochbüchern vorbei. Kanal Nummer 4 und ich hätte niemals gedacht, dass dieser Name in diesem Kontext hier jemals fallen wird, aber der eine oder andere wird jetzt sagen, what the heck, Moneyboy. Ja, der Moneyboy, der Rapper, der auf jeden Fall ziemlich krass polarisiert mit seiner Art, hat einen Kochkanal auf YouTube, ist dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich entgangen, obwohl die Videos an sich und durch seine Community echt krasse Aufrufe haben. Und ich muss sagen, der Typ kann auch ziemlich gut kochen. Also das ist tatsächlich nicht nur irgendwie mal eben kurz in die Küche gestellt, sondern die Sachen, also vor allem so die US-Küche, die er da macht, die wirkt ziemlich gut und auch inhaltlich sind die Rezepte, die ich gesehen habe, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, auf den ersten Blick mochte ich den Typen auch nicht, aber so auf den zweiten finde ich diesen Humor, diesen trockenen Humor und diese Witze schon tatsächlich ganz funny. Dementsprechend gucke ich auch hin und wieder mal ein Moneyboy-Kochvideo, was es nicht alles gibt, ne? Kanal Nummer 5 und den habe ich tatsächlich erst vor einer Woche ungefähr entdeckt, gerade auch, weil ich mich schon mal so ein bisschen darauf vorbereite, demnächst mich vegan zu ernähren. Und das ist ein Kanal, der noch ziemlich klein ist, aber verdammt gut produziert ist, nämlich Tim Feldner. Denn die Videos sind echt hochqualitativ, ich finde, er ist ziemlich gut vor der Kamera und die Rezepte sehen auch echt spannend aus. Dementsprechend, gerade wenn ihr euch für die pflanzliche Ernährung interessiert, auf jeden Fall auch mal bei Tim vorbeischauen. Das eine oder andere Rezept habe ich persönlich auch schon da nachgekocht und muss sagen, die sind mega gut. Und ich werde auf jeden Fall auch noch öfters auf dem Kanal vorbeigucken, jetzt gerade im Januar. Und mich würde auch mal interessieren an der Stelle, welche Kochkanäle guckt ihr regelmäßig hier auf YouTube? Vielleicht ist da ja sogar noch ein Kanal dabei, den ich noch nicht im Blick habe, auch wenn ich glaube, dass ich über den deutschen Foodmarkt einen relativ guten Überblick habe. Aber postet gerne mal die Kanäle rein in die Kommentare, die ihr regelmäßig hier schaut. Neben meinem natürlich.
Neben dem veganen Monat ändert sich auch hier auf Let's Cook übrigens auch noch ein bisschen was, denn ich werde bald nicht mehr hier in diesem Studio drehen. Ein paar Videos haben wir noch vorproduziert, aber es geht tatsächlich zurück in meine private Küche und in eine Küche, die ihr noch gar nicht kennt. Auch dazu gibt es bald ein Video und ein kleines Update, denn da hat sich einiges getan und ich möchte nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es wird richtig, richtig cool und diese Videos, diese Let's Cook Videos, bekommen auch wieder so ein bisschen ihren alten Charme zurück. Der ist nämlich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch verloren gegangen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird, dann wieder zu Hause zu kochen, gerade jetzt mit Kind, was immer mal rumspringt. Muss viel organisiert werden, dass das auch alles klappt, aber ich freue mich mega auf das nächste Jahr. 2022 war für mich ein sehr, sehr intensives Jahr, auch an einigen Stellen zu intensiv. Ich bin sehr müde, ich bin sehr erschöpft. Dazu mache ich demnächst, glaube ich, noch mal ein Video, ein einzelnes Video. Aber ich hoffe, dass ihr alle gut reinrutscht in 2023. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Restjahr. Guten Rutsch an der Stelle auch schon mal. Und hier oben findet ihr das Video mit den 5 kleinen YouTube-Kanälen, die ich vor einiger Zeit vorgestellt habe. Und hier unten gibt es ein Raclette-Video, denn bei dem einen oder anderen von euch gibt es es wahrscheinlich zu Silvester. Viel Spaß und ciao!